Herzlich willkommen zum Monatsfokus. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich bin Janina und heiße euch im Namen von Wir für Schule herzlich willkommen. Und für denjenigen, der den Monatsfokus noch nicht kennt, das ist ein Austauschformat von Wir für Schule, in dem wir euch mit jeden Monat ein bildungsrelevantes Thema in den Austausch in den Vordergrund stellen möchten und gemeinsam mit euch diskutieren und mit Experten gemeinsam einen Impulse und Inspiration setzen. Und es ist so, dass wir nach dem Termin auch immer die Möglichkeit haben, bei uns in der Community den Austausch fortzusetzen oder vielleicht auch in direkten Austausch zu gehen, falls da Interesse besteht zwischen einzelnen Teilnehmern. Genau. Dann freue ich mich sehr, dass wir heute einen Nachholtermin finden konnten mit dem Stiftungsgymnasium Magdeburg. Und da ist heute dabei der Mike, die Juliane und der Norman. Und die werden uns etwas zu dem Hybrid-Day an ihrer Schule erzählen. Ein spannendes neues Format, in dem sie den Unterricht hybrid gestalten, neue Kompetenzen fördern und die Schüler auf hybriden Unterricht und hybride Arbeit vorbereiten. Und damit übergebe ich gerne direkt an euch. Ja, dann fange ich gerne mal an. Herzlich willkommen euch allen zusammen. Mein Name ist Mike Keune aus Magdeburg. Ich bin der Schulleiter des Internationalen Stiftungsgymnasiums Magdeburg und mit mir zusammen sind Juliane und Norm, auch zwei weitere Schulleitungsmitglieder. Und wir freuen uns sehr, dass euch und Sie das heute Abend interessiert, dass wir berichten konnten über unseren Hybrid Day oder unsere Hybrid-Tage. Inzwischen hatten wir sogar zwei. So gesehen sind wir, Janina, vielleicht noch keine absoluten Experten, aber wir haben zumindest die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Und möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei denen entschuldigen, die für den ersten Termin sich eventuell schon interessiert hatten. Just an dem Tag ist das passiert, was vielleicht in Schulen in Deutschland jetzt immer häufiger passiert. Wir haben am frühen Nachmittag einen Corona-Positivfall im Kollegium gehabt. Und wer das von euch vielleicht schon mal erlebt hat und von Ihnen schon kennt, weiß, was das ab Nachmittag für die restlichen zwei, drei Tage bedeutet. Also die Nachverfolgung haben wir übernommen, insgesamt 6 Kollegen in Quarantäne versetzt für 14 Tage und von Elterninformationen, Schülerinformationen für die nächsten Tage mal abgesehen. Es war etwas aufwendig und deshalb herzlichen Dank nochmal, dass ihr an dem Abend dann eventuell umsonst gewartet habt. Janina, danke, dass wir es verschieben konnten und insbesondere, dass wir die Chance haben, es hier nochmal darzustellen. Das war uns ganz wichtig. Ja, und wir würden gerne vielleicht, ich würde zum Anfang ein paar Worte sagen wollen, den Hybridtag vorstellen, ein paar Worte zur Schule an sich sagen, zur Einordnung der Schule, zum Konzept, dann auch von Juliane und Norm unterstützt und hoffen dann, dass wir im zweiten Teil quasi zum Austausch übergehen können, Fragen beantworten können. Vielleicht können wir es so machen, dass es, wenn es okay ist, dass wir zum Anfang ruhig die Fragen auch zwischendurch in den Chat generieren und wenn ich Janina richtig verstanden habe, könntest du vielleicht einfach dazwischen springen und uns helfen bei der Überwachung des Chats und dann einfach kurz Fragen reinwerfen in die Runde, damit wir jetzt uns vielleicht auf die Präsentation konzentrieren können oder das, was die Antworten sind. Ja, ich würde vorschlagen, um nicht groß Zeit zu verlieren, dass wir einfach anfangen. Ich versuche schnell meinen Bildschirm zu teilen. Ihr werdet dann hoffentlich noch uns und eine kleine Präsentation sehen. Und ja, wir können vielleicht ein paar Worte zur Schule sagen. Und ich gucke noch mal zu Janina, aber ihr seht jetzt auch die Prezea. Genau, perfekt. Ja, Hybrid-Tag. Warum wir vielleicht Think Out of the Box vielleicht ein bisschen anregen wollen, beziehungsweise die ganze Zeit ja eigentlich, das letzte Schuljahr und das aktuelle irgendwie auch, nicht mehr so im Regelbetrieb stattfindet, wie er sein muss. Ich meine jetzt nicht Regelbetrieb laut Definition des Bildungsministeriums. An der Stelle herzlichen Willkommen, Herr Sprengkamp vom Bildungsministerium Sachsen-Anhalt, wenn ich das richtig sehe, dem Namen zumindest. Sondern Regelbetrieb meinte, wie es tradiert ist, wie es in den letzten Jahren, Jahrzehnten quasi gewohnt ist. Clement,
Wir als internationales Stiftungsgymnasium sind eigentlich eine sehr, sehr junge Schule. Wir wurden 2018 gegründet. So gesehen, danke nochmal, dass wir überhaupt vielleicht einen Input geben können. Wir sind also keine Schule, die jahrzehntelange Erfahrung hat, obwohl in diesem Bereich das wahrscheinlich auch nicht zu vermuten ist, dass solche Konzepte schon lange in Erfahrung sind und Erfahrungsschatz dort haben. Das internationale Stiftungsgymnasium in Magdeburg, also Sachsen-Anhalt, wurde 2018 gegründet, beziehungsweise hat 2018 den Schulbetrieb angefangen. Wir sind ein dreizügiges Gymnasium, also mit 3 Klassen pro Jahrgangsstufe, mit einer Schülerkapazität von 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Die Schule wurde gegründet, weil es eine internationale Grundschule schon seit 15 Jahren in Magdeburg gibt, in der gleichen Trägerschaft. Wir sind eine Schule in freier Trägerschaft. Und die Eltern ja immer am Ende der 4. Klasse gesagt haben, wenn sie denn mit dem Konzept und mit der Schule einverstanden waren und zufrieden waren, wo geht's denn dann jetzt weiter? Magdeburg hat eine sehr breite Schullandschaft, sehr viele Schulen, auch weiterführende Schulen, Gymnasien unter anderem, mit diversen guten Konzepten bzw. Profilen. Das Profil, was wir der Magdeburger Schullandschaft seit 2018 anbieten, ist eine Mischung aus einerseits starken Fokus auf Bildung in der digitalen Welt. Das war von uns von Anfang an eines der zentralen Standpunkte. Beine. Und das werden wir hier auch quasi vorstellen und insbesondere den Hybridtag oder Hybridtage vorstellen. Andererseits hat diese Schule auch 2 weitere Standbeine bzw. Säulen, auf denen wir unser Schulkonzept anbieten. Das ist einerseits die fremdsprachliche Bildung. Wir haben Englisch und Französisch als erste Fremdsprache ab der 5. Klasse. Das mag jetzt für den einen oder anderen aus Deutschland nicht so besonders sein. In Sachsen-Anhalt ist das besonders. Da gibt es nämlich eigentlich nur Englisch ab der 5. Klasse als Fremdsprache und die anderen Fremdsprachen setzen später ein. Da unsere Grundschule das schon ab der 1. Klasse macht, 7 Wochenstunden Englisch bzw. Französisch mit den Kindern in einem immersiven Lernangebot, war das für Magdeburg schon eine Besonderheit und für die Schullandschaft in Sachsen-Anhalt. Wir sind eine Ganztagsschule, eine offene Ganztagsschule und haben ein sehr, sehr internationales Kollegium. Die Schülerinnen und Schüler kommen größtenteils aus Magdeburg. Das Kollegium kommt zurzeit aus insgesamt 8 Nationen, was für uns auch insbesondere sprachlich und kulturell ganz, ganz wichtig ist. Aber das wären andere Themen, vielleicht auch interessante, ein anderer Ansatz für wir sind Schule. Heute geht es ja um ja, Bildung in der digitalen Welt. Natürlich, irgendwie im letzten Jahr haben wir uns am Internationalen Stiftungsgymnasium spätestens dann bestätigt gefühlt mit unserem Konzept, frühzeitig zu sagen, digitale Bildung gehört in den Regelschulbetrieb. Er gehört unserer Meinung nach in sämtliche Schulformen und Schularten sämtlicher Jahrgangsstufen und haben das vom Internationalen Stiftungsgymnasium von vornherein etabliert. Ich möchte jetzt gar nicht so weiter die Schule vorstellen, sondern eigentlich mehr aufs Konzept eingehen. 2, 3 Punkte zu den Rahmenbedingungen sind aber sicherlich wichtig, damit die ein oder andere Frage vielleicht dann auch gleich gut begründbar von uns ist oder die Antwort gut nachvollziehbar ist. Wir sind eine Schule, die, weil sie ja als Standbein Bildung in der digitalen Welt hat, es für sich natürlich betrachtet, dass natürlich die Schüler alle einen Hochgeschwindigkeits-Internet-Zugang haben, dass wir zu unseren gedruckten analogen Lehrbüchern für jedes Kind, zu jedem gedruckten Lehrbuch ein E-Book zur Verfügung stellen. Exakt, der Verlag stellt das zur Verfügung und wir übermitteln es dann den Kosten der Trägerschaft an die Schülerinnen und Schüler. Wir verfolgen ein Bring-Your-Own-Device-Konzept. Alle unsere Schülerinnen und Schüler haben also ein digitales Endgerät in der Schule zur Verfügung beziehungsweise können ein digitales Endgerät in der Schule zur Verfügung haben. Alle unsere Klassenräume durchgängig sind ausschließlich mit elektronischen Tafeln ausgestattet, teilweise mit Videokonferenzsystemen. Wir sind also stark fokussiert auf die äußeren Rahmenbedingungen, auf Lernen in der digitalen Welt, ohne, das muss ich gleich vorneweg schicken, dass wir eine Schule oder ein Konzept verfolgen oder sind, die sagt, nur weil es digital ist, ist es irgendwie besser. Es gibt viele Konzepte, Methoden, Kompetenzen, die sich sicherlich in analoger, händischer Arbeit viel, viel besser für die Schüler erarbeiten lassen und viel, viel sinnvoller umsetzen lassen als mit digitalen Hilfsmitteln. Aber wir sind auch der Meinung, dass heutzutage die digitalen Hilfsmittel und digitale Unterrichtsformate auf jeden Fall auch mit dazugehören, weil wir sind eine Schule, die Schülerinnen und Schüler für eine digitale Zukunft ausbilden wollen.
ohne dass wir wissen, in Sachsen-Anhalt 8 Jahre bis zum Abitur, von der 5. bis zur 12. Klasse, was da dann wirklich dran sein wird. Also wir unterrichten ja auch logischerweise kompetenzorientiert. Wir bilden Kompetenzen aus, ohne auf spezielle Softwareprodukte zu fokussieren. Auch da werden wir beim Hybrid-Tag, beim Konzept etwas genauer drauf eingehen. Wir sind zudem gut vernetzt. Wir versuchen, alle unsere Erfahrungen zu teilen und noch mehr eigentlich von Ihnen, deshalb auch in diesem Format, zu lernen. Hoffentlich dann im zweiten Teil ganz viele Fragen und Anregungen auch mitnehmen zu können, weil als junge Schule, wie gesagt, wir uns nicht anmaßen würden zu sagen, wir wissen, wie es geht, sondern wir können uns vielleicht als junge Schule mit nur 3 Jahrgangsstufen zurzeit, also Klasse 5, 6 und 7, vielleicht auch manche Projekte ja ermöglichen, wagen, die in einem Vollschulbetrieb mit großen Schulen vielleicht einfach aufgrund organisatorischer Möglichkeiten schon gar nicht denkbar oder drin sind. Wir sind also in einem Netzwerk noch deutschlandweit Schule in der digitalen Welt vom Stifterverband. Wir sind in Sachsen-Anhalt Referenzschule des Landesinstituts für Lehrerbildung, um dort quasi in ein Projekt auch Möglichkeiten umzusetzen. Alles das machen wir sehr gerne und lernen vor allen Dingen sehr, sehr viel. Der nächste Punkt ist in Richtung Hybrid-Tag. Man könnte sicherlich auch noch ausweiten auf Lernplattformen, agiles Lernen und selbstorganisiertes Lernen. Aber das ist eigentlich jetzt nicht so richtig das Thema, sondern erstens im Monatsfokus stehen und auch von uns jetzt angestrebt ist die Frage, ja, back to the future oder warum wir nicht zurück wollen. Am 13. März, ein Freitag, 13. März in Sachsen-Anhalt, haben wir am Nachmittag offiziell die Meldung bekommen, dass die Schulen geschlossen werden in Sachsen-Anhalt. Es hatte sich die letzten Tage davor, vor dem 13. März, schon angekündigt. Das war jetzt also nicht völlig überraschend. Es hat dann doch eine ziemliche Dynamik aufgenommen und am Freitag, 13. März, haben wir am Nachmittag dann auch offiziell vom Bildungsministerium erfahren, dass wir in der nächsten Woche die Schule nicht mehr in Präsenzform weiterführen können. Wir waren nicht überrascht. Einerseits hat sich das angekündigt, das hat in Sachsen-Anhalt schon Vorboten gegeben und wir als Schule waren relativ gut vorbereitet, weil wir eigentlich von Beginn an sowas zwar nie geahnt hatten und das auch nicht erhofft hatten, aber irgendwie scheinbar vorbereitet gewesen sind, denn am Montag, dem 16. um 8 Uhr, ging der Unterricht bei uns einfach weiter. Wir hatten keinen Ausfall, wir haben die Schülerinnen von vorne erreicht, auch das können wir nachher vielleicht in Fragen beantworten, wie wir das gemacht haben, beziehungsweise welche sehr positiven Sachen uns dabei geholfen haben, jetzt keine große Lücke zu haben, sondern einfach weiterzumachen. Wir haben uns eigentlich seit dem März darauf konzentriert, die Frage zu stellen, was ist eigentlich, wenn wieder Präsentunterricht möglich ist, wenn Gruppenwechselmodelle möglich sind, beziehungsweise was übernehmen wir in den aktuellen Regelunterricht wieder in das Präsenzmodell. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht wieder zurück. Klar wollten wir zurück zu unseren Schülerinnen und Schülern, die wollten zurück in die Schule. Der soziale Kontakt war ein zentrales Thema. Auch das wäre eine extra Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten, sondern wir haben gesagt, okay, wenn dann wieder Präsenzunterricht ist im neuen Schuljahr, so wie jetzt, und wir haben noch nicht an die zweite Welle gedacht, ehrlich gesagt, was können wir damit retten? Und wir haben versucht, im Lehrerkollegium, und das Konzept des Hybrid Day ist aus dem Lehrerkollegium entstanden, eine Möglichkeit zu entwickeln und sagen, okay, was haben die Schüler während der Homeschooling-Phase im März, April, Mai gelernt? Sie haben neue Arbeitstechniken gelernt. Die Lehrer haben neue Unterrichtsmethoden ausprobiert, die Eltern haben sich an neue Rahmenbedingungen gewöhnt und Technologie wurde deutlich mehr ausprobiert, unserer Meinung nach, als das sicherlich vorher flächendeckend für eine ganze Schule der Fall war. Und da haben wir gesagt, okay, wir würden das gerne ja weiter fortführen, wir würden gerne was in die Zukunft retten, um zu sagen, das war jetzt auch nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil, es gab Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler vielleicht sonst nicht erworben hätten. Und haben das versucht zusammenzufassen. Wir haben am Namen, der ja völlig unwichtig ist im Prinzip, eine Weile überlegt. Da gab es diese Friday-Bewegung oder die gibt es immer noch, also einen freien Tag im Monat, der jetzt nicht Präsenzunterricht meint. Ja, das Twitter-Lehrerzimmer hat da vieles beigetragen und irgendwann hat sich bei uns der Hybrid-Tag durchgesetzt und momentan ist ja der Name überall und wir werden Ihnen und euch ein Hybrid-Modell vorstellen, was wir jetzt fahren an unserer Schule an speziellen Tagen und auch vielleicht ausweiten können.
welches tatsächlich hybrid in dem vollen Umfang ist. Nur weil man einen Namen verwendet und ein Label draufklebt, muss es ja nicht hybrid sein. Das, was wir unter Hybrid meinen, meint tatsächlich synchron mit asynchron verknüpfen, also Phasen, wo die Schülerinnen und Schüler wirklich live mit einem Lehrer synchron arbeiten. Ob sie das im einen und demselben Raum tun, ist eine andere Frage. Asynchrone Arbeitsphasen verbinden, beides ist nicht neu. Es gab schon immer synchrone und asynchrone Arbeitsphasen im Unterricht. Und Hybrid meint auch bei uns doppelt im Sinne von im Unterricht anwesend zu sein, im Schulgebäude, im Unterricht anwesend zu sein, außerhalb des Schulgebäudes, bis hin zu, dass die Gruppe hybrid sein kann. Manche Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht anwesend, manche Schülerinnen und Schüler sind zu Hause anwesend und das synchron und asynchron. Also alle vier, aus unserer Sicht vier Merkmale hybriden Unterrichtes oder zumindest die, die wir identifizieren, haben wir in einem Gesamtkonzept gesteckt, welches wir inzwischen zweimal schon an unserer Schule konzeptionell umgesetzt haben. Und das würden wir jetzt gerne ein wenig näher erklären. Juliane, dann würde ich dich jetzt weitersprechen lassen und mache mal die Detailgeschichten auf, sobald du zwei, drei Worte zu dir selber vielleicht gesagt hast und ich dann merke, dass du den Rest möchtest. Ja. Ja, schönen guten Abend erstmal. Mein Name ist Juliane Behrendt. Ich bin auch am Internationalen Stiftungsgymnasium, bin Deutsch- und Kunstlehrerin und war eben auch Teil der Arbeitsgruppe, die eben das Konzept für den Hybrid Day so erstellt hat. Und Janina hatte vorhin schon gesagt, dass es ganz interessant wäre, auch darüber zu sprechen, wie das Vorgehen war, also wie wir tatsächlich dieses Konzept erarbeitet haben, beziehungsweise unter welchen Gesichtspunkten. Und Mike hat schon sehr, sehr viel gesagt zu unseren Bedingungen, die wir haben an der Schule, die das natürlich auch vereinfachen. Ich würde nicht sagen ermöglichen, denn ich glaube, das ist prinzipiell möglich, aber wir haben wirklich gute Grundvoraussetzungen, die das Ganze vereinfachen für uns. Der Hybrid Day. Zunächst mal zum Transfer dieser Kompetenzen, die erworben wurden durch die Schüler und Lehrer anhand der Lockdown-Phase, gezwungenermaßen. Also während vielleicht viele Schulen da ins kalte Wasser geworfen worden, war es bei uns ja so lauwarm, könnte man sagen, aufgrund dessen, dass wir eben schon mit einer Software arbeiten, mit MS Office 365, was die Schüler halt für sich installiert haben. Wir haben über die Aufgabenfunktion den Schülern weiterhin Aufgaben zustellen können. Und das gibt uns eben auch so eine Grundvoraussetzung für diesen Hybrid-Tag oder für diese Hybrid-Days, die wir da initialisiert haben. Das heißt, wir haben erstmal überlegt, wie können wir also einen hybriden Unterricht machen, ohne dass der hybride Unterricht zum Selbstzweck wird. Also ohne, dass man das jetzt macht, um es einmal einfach nur gemacht zu haben, sondern vielleicht mit einem konzeptuellen Ansatz dahinter, der Lebenswelt, Arbeitswelt und Schülerwelt so miteinander verknüpft. Und genau, die Fähigkeit zum digitalen Handeln hatten die Schüler bereits erworben. Also sie haben bereits in der Lockdown-Phase viele, viele Produkte erstellt, wie Videofilme, Podcasts, Präsentationen. Also sie sind ziemlich fit, was das angeht. Das heißt, da können wir uns auch sehr gut drauf stützen und hatten dann hin und her überlegt mit diesem Friday-Konzept, was aber letztendlich so war, dass wir uns dagegen entschieden hatten, aufgrund dessen, dass bei so einem Friday, der sich immer wiederholt und der immer wieder zu einer bestimmten Zeit aufgefahren wird, dann doch immer der gleiche Unterricht auch entfällt oder immer der gleiche Unterricht dann auch online stattfinden muss und man sicherlich auch von der normalen Alltagsdidaktik nicht so weit wegkommt. Wir wollten aber schon auch im Sinne von Thinking out of the box so ein bisschen aus dieser Alltagsdidaktik ausbrechen und hatten uns überlegt, wie können wir also an eine Lebenswelt anknüpfen, die Schüler vielleicht noch nicht kennen, die aber ganz üblich ist, wenn wir so ein bisschen uns umgucken und in die Arbeitswelt schnuppern. Wir sind also von einem Szenario ausgegangen, wo es einen Auftraggeber gibt, jemanden, der ein bestimmtes Produkt möchte, eine Idee möchte oder ein bestimmtes Konzept möchte und der sich dann eben ein bestimmtes Arbeitsteam zusammenstellt, der diese Konzeptidee für ihn entwickelt. Natürlich in Gemeinschaftsarbeit mit dem Auftraggeber, aber eben doch selbst organisiert diese Projektidee angeht.
In diesem Szenario ist der Lehrer bei uns der Auftraggeber oder der Produktbesitzer, der eben eine bestimmte Idee hat oder ein bestimmtes Produkt möchte, und die Schüler sind das Entwicklerteam. Das heißt, wir haben Schüler, die Jahrgangsstufen gemischt sind, in einer Gruppe von 5 bis 7 Schülern in etwa und einem Lehrer zugeordnet sind, der eben die Rolle des Auftraggebers oder des Product Owners hier einnimmt. Die Themen wurden von unserem Kollegen vorgegeben. Wir haben ein sehr kreatives Team, was auch hier wieder aufgefallen ist. Das reicht von dem Biologielehrer, der gerne möchte, dass ein Tiergehege entwickelt wird für ein noch zu erfindendes Tier, über den Kunstlehrer, der sagt, wir möchten den Schulhof gestalten, und wir möchten da ein paar kreative Ansätze, wir möchten ein Konzept, wie könnte diese Schulhofgestaltung aussehen, oder der Englischlehrer, der eben Talkshows organisiert, der Geschichtslehrer, der irgendwelche Gerichtsverhandlungen im 18. Jahrhundert organisiert und so weiter. Also sehr viele kreative Ideen. Die Schüler konnten sich dann selbstständig diesen Themen zuordnen, also konnten dann auch die Themen auswählen. Es waren insgesamt um die 40 Themen, die die Schüler zur Verfügung hatten, die sie sich einwählen konnten. Und wir haben darauf geachtet, dass eben aus jedem Jahrgang die Schüler auch gemischt sind. Das heißt, es sind keine super bequemen Gruppen, sondern es sind eben auch Gruppen, die ein bisschen unbequem sind, ja, wo eben die 5-Klässler mit den 7-Klässlern zusammenarbeiten müssen, aber wo eben auch die 5-Klässler lernen können von den Älteren, von unseren alten Schülern, den 7-Klässlern. Genau. Man sieht hier, wir haben 5 Tage pro Schuljahr dafür organisiert und dafür gesorgt, dass diese Tage eben auch immer auf unterschiedliche Wochen fallen. Beim ersten Mal war es beispielsweise ein Mittwoch, beim zweiten Hybrid Day war es ein Freitag und so weiter, sodass wir eben nicht immer alles auf einem Wochentag haben, dass nicht immer der gleiche Unterricht betroffen ist, sondern dass sich das so ein bisschen verteilt. Der Lehrer stellte also beim ersten Hybrid Day den Schülern, die sich eingewählt hatten in sein Team, die entsprechende Aufgabe oder die Idee des Produkts vor. Und die Schüler sollten dann möglichst selbst organisiert ein Konzept entwickeln, wie sie dieses Produkt erstellen, wie sie diese Idee entwickeln oder dieses Konzept visualisieren können. Wir lehnen uns dabei so ein bisschen an diese Scrum-Begrifflichkeiten an, aber natürlich ist das einfach der Tatsache geschuldet, dass wir auch viel mit den Schülern in dieses Vokabular auch benutzen in diesem Zusammenhang. Und Sie sehen oder ihr seht hier nochmal das Konzept für den Hybrid Day, was wir erstellt haben. Da kann man nochmal so ein bisschen nachschauen. Es ist also tatsächlich so in der Praxis, dass die Schüler zum Teil zu Hause sitzen, zum Teil in der Schule sind. Wir haben auch ein großes Erzieherteam, die dafür sorgen können, dass die Schüler, die in der Schule sind, auch betreut werden beziehungsweise beaufsichtigt werden können. Und der Lehrer kann eben auch entscheiden, von wo aus er arbeitet, steht aber den ganzen Tag auch für Fragen und für Team-Meetings mit den Schülern zur Verfügung. Genau. Soweit zum Konzept des Hybrid Day. Natürlich wirft das wahrscheinlich wieder ein paar Fragen auf. Ich habe auch gesehen, im Chat ist was angekommen. Sie können gerne schon in die Fragen gucken. Ich habe es noch nicht geschafft nebenbei. Vielleicht kann ich noch 2, 3 Sachen ergänzen. Diese 5 Tage, die wir organisiert hatten, sollten eben da so da sein, sozusagen einerseits Wochentage vom sonstigen Regelunterricht abzutrennen. Das hatte Juliane vorhin schon gesagt. Und der Hintergrund war auch ein bisschen, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, sollte die Schule in einen Lockdown gehen oder jetzt momentan vielleicht einen höheren Inzidenzwert überschreiten und die Schule geschlossen werden oder ein größerer Teil der Schule geschlossen werden, dann war unser Plan, den wir bis jetzt hier nicht umsetzen mussten, diese 5 Tage nicht um ein ganzes Schuljahr zu verteilen, sondern zu sagen, okay, dann haben wir eine Woche schon mal, wo wir genau wissen, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrer dann von zu Hause in den einzelnen Workshops sozusagen weiterarbeiten können, ohne dass wir jetzt über eine längere Phase irgendwas umstrukturieren müssen. Sowas kann man als Anregung, wenn man es auf 10 Tage konzipiert, gleich sozusagen auf 2 Schulwochen umleiten und sagen, okay, sollte eine Schule ja dann doch eher unvermittelt so werden, wie es wir jetzt vor 4 Wochen, wie gesagt, einen Corona-Fall haben, dann könnte man das sozusagen als Notvariante gleich von vornherein durchführen.
durchgeplant haben und muss dann nicht sagen, okay, was tun wir jetzt, sondern es wäre von vornherein klar. Nochmal, Ziel des Hybrid-Tages ist es aber nicht irgendwie nur Corona-bedingt zu unterrichten, sondern wir glauben schon, dass kollaborative Arbeit, die digital unterstützt ist, produktorientiert ist, jahrgangsübergreifend sein kann, zukunftsorientiert ist, sehr, sehr sinnvoll ist und alles das, was die Schülerinnen und Schüler vielleicht im späteren Berufs- und Arbeitsleben auch an Kompetenzen, an weichen Faktoren mitbringen müssen, wie Arbeiten im Team mit verschiedenen Erfahrungsgraden, auch vielleicht mit Teammitgliedern, die sie sonst nicht kennen, was eher sonst zumindest in der absoluten Regelschule wahrscheinlich noch eher ungewöhnlich ist. Das nochmal als Ergänzung. Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir vielleicht eine erste Fragerunde einschieben wollen oder noch etwas globalere Ziele im Sinne von kompetenzorientiert von Normen haben wollen. Janina, das musst du mal sagen. Aber du hast ja eine super Überleitung im Prinzip zu Kompetenzen, aber ich würde trotzdem vielleicht auf die erste Frage eingehen, die Frau Hager gestellt hat. Vielleicht könnten wir das gleich einbeziehen. Und dann später vielleicht noch was zu Kompetenzen sagen, wenn jetzt mein Vorschlag. Dann würde ich vielleicht die Präsentation kurz stoppen. Wir können ja jederzeit da wieder zurückgehen. Dann sehen wir die, die mit Bild bei uns sind, vielleicht wieder etwas besser. Zumindest ich sehe jetzt wieder alle. Also die Frage war ja, werden bei dieser Projektarbeit auch Eltern eingebunden? Das war ja eine der Fragen, die jetzt im Chat stehen. Und ja, Eltern werden eingebunden. Also die Eltern haben vorher das Konzept auch bekommen, bevor es an die Schüler ging und veröffentlicht wurde. Und konnten da ihre positiven Anmerkungen oder auch Kritikpunkte im Vorfeld anbringen. Es ist auch angedacht, dass Eltern auch eigene Themen einstellen können. Das war jetzt in diesem Jahr, also in dem Hybrid, den wir jetzt testen, war es so, dass jetzt noch nicht so viel Input von Eltern kam. Es war auch angedacht, dass die Schüler selber auch Themen einstellen können, die sie gerne in Gruppen bearbeiten möchten. Aber ich denke, dass wir Schüler von Klasse 5 bis Klasse 7 momentan haben und wir die Schüler erstmal auch darauf vorbereiten müssen, solche Ideen zu entwickeln, dass die offen sind und dann eigene Projekte gerne thematisieren möchten, einstellen möchten und dann jahrgangsübergreifend auch bearbeiten wollen. Ich denke, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, der da kommen muss, aber Eltern sind im Entstehungsprozess eingebunden. Ja, man kann sogar sagen, dass Eltern auch den Wunsch direkt geäußert hatten, im Vorfeld einfach die Kompetenzen, die erworben worden sind, weiterzuführen und uns dazu auch ermutigt haben, angeregt haben, da neue Wege zu gehen. Also sie sind sehr aufgeschlossen, haben sich jetzt in dem Sinne noch nicht eingebracht, als dass sie jetzt kein eigenes Thema gestellt haben, sind aber wirklich auch beratend da und wir hatten auch im Anschluss an den ersten Hybrid Day entsprechende Rückmeldungen von Eltern, die in den Bereichen arbeiten, die uns auch nochmal Tipps gegeben haben, die da eben auch auf jeden Fall involviert sind. Die Schüler hatten genau die Möglichkeit, das auch zu tun, haben es diesmal noch nicht gemacht, haben mir aber auch schon mitgeteilt, dass sie beim nächsten Hybrid Day das auf jeden Fall gerne nachholen würden und auf jeden Fall auch gerne selbst Themen beisteuern möchten. Dann ja. Ist von Karin die Frage, welche Zeitvorgabe es für die zu erwarten arbeitende Produkte, die Präsentationen gibt. Karin, so gesehen gibt es gar keine, weil es soll tatsächlich agil sein. Der Lehrer, der eine andere Rolle schlüpft bei diesem Hybrid Day, das ist ein Rollenwandel, den ich selber, ich bin auch Lehrer, Mathe, Physik vom Beruf her und auch meine beiden Kollegen sind schon jahrelang Lehrer im klassischen Sinne und stellen uns diese Aufgabe auch neu, die wir umdenken müssen. Auch die Schülerinnen und Schüler erwarten beim Hybrid Day irgendwie immer, dass der Lehrer ja, Informationen mitteilt, was unterrichtet, neuen Lernstoff einfügt. Aber das ist ja gerade nicht unbedingt die Idee, sondern es gibt ein Produkt. Das Produkt ist natürlich thematisch einem Unterrichtsfach oder wir haben es thematisch einem Unterrichtsfach zugeordnet. Die Schülerinnen und Schüler wissen auch, dass es im Nachgang eine Bewertung im Sinne einer Note gibt. Können wir uns auch noch darüber unterhalten, dass es also diese klassischen Sachen abbildet und was neu ist für die Schüler und was auch neu für meine Kollegen und mich ist diese Idee dieses agilen Arbeitens. Ich kann während des Hybridtages, am Ende des Hybridtages an meinem Produktionsteam, an meine Schülerinnen und Schüler neue Anforderungen stellen. Ich muss nicht am Anfang klarstellen, wie lange dauert die Präsentation, will ich überhaupt eine Präsentation, vielleicht reicht mir das fertige Produkt, sondern im Sinne eines Auftraggebers, der sich immer wieder mit seinem Team findet,
kann ich im laufenden Prozess auch die Anforderungen ändern. Das macht es einerseits relativ schlank über das ganze Jahr hin, über die 5 Tage im ganzen Jahr verteilt, weil wir natürlich nicht genau wissen, wie schnell arbeiten die Schülerinnen und Schüler. Arbeiten sie wirklich nur an den Hybridtagen oder arbeiten sie auch zwischendurch mal dabei, was sie eigentlich nicht müssten? So gesehen ist das eine agile Geschichte und die Frage kann man so nicht beantworten, welche Zeitvorgabe gibt es für das zu arbeitende Produkt. Ich persönlich in meinem Team bespreche das beim 4. Tag, wie wir dann einen Monat später am 5. Tag das Produkt dann fertigstellen bzw. vorstellen. Vorher ist es so ein Arbeitsprozess, der wirklich agil ist, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen mit einbringen können, wo ich es auch ein bisschen als Lehrer natürlich trotzdem steuern kann, den Lernprozess steuern kann und das Gefühl habe, da sind schon Kompetenzen erworben, dann lege ich meinen Fokus mal in eine andere Richtung, ohne jetzt sagen müssen, ach wisst ihr, ihr wart jetzt so toll, so schnell, jetzt denke ich mir noch eine Zusatzaufgabe auf. So ist es gar nicht gemeint, sondern tatsächlich zu sagen, da, wo sie schon viel können, können sie noch mehr entwickeln. Und wenn ich merke, dass vielleicht für die Altersstruktur das ein oder andere zu schwierig war, kann ich auch ein bisschen von meinen Anforderungen abgehen. Internetgeschwindigkeit, von Ralf die Frage, ja, zu Hause können die Schülerinnen und Schüler das selber einschätzen und oder wo die Eltern gesagt haben, sie möchten nicht, dass die Kinder zu Hause sind, dann waren sie eben in der Schule, wo wir die Internetgeschwindigkeit, die Bandbreite exakter feststellen können. Von der Prozentsatz am 1. Tag waren ca. 50% aller Schülerinnen und Schüler in der Schule. Das hat mich persönlich etwas überrascht. Ich dachte, Mensch, einen Tag zu Hause, alles super. Bleiben die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Vermutlich haben die Schüler das auch alle gedacht. Die Eltern haben gesagt, nee, du gehst mal in die Schule. Vermutlich zumindest. Am 2. Hybridtag, mag sein, auch dass ein Kommunikationsproblem mit den Eltern war, aber am 2. Hybridtag war es dann tatsächlich so, dass dann nur noch 30% ungefähr in der Schule waren. Die restlichen sind zu Hause geblieben. Ideen haben wir zum Anfang gesammelt über Abfragetools. An 5 Tagen arbeitet an einem Produkt. Ja, genau. Das haben wir vielleicht nicht richtig gesagt, Karin. Die 5 Tage ist insgesamt ein Produkt. Also das Produkt wird im Laufe eines Schuljahres erstellt. Exakter eben von Oktober bis zum Frühjahr in einem Schuljahr entwickelt. 5 Tage lang wird am selben Produkt gearbeitet. Also nicht 5 neue Produkte, sondern ich habe 5 Tage lang Zeit, das Produkt zu erarbeiten, zu bearbeiten. Also vielleicht kann man dazu auch nochmal sagen, bei mir war das so, in meiner Gruppe, die ich betreut habe, dass die Kinder am 1. Tag sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie im Team zusammenarbeiten wollen, haben einen Moderator bestimmt oder einen Teamleiter, der so ein bisschen die Organisation drumherum im Blick hat und direkt mit mir kommuniziert. Und auch die Endergebnisse dann entsprechend auf unseren Tools einstellt. Und die Kinder hatten Arbeitsaufträge, wo sie sich Gedanken darüber machen sollte, wie kann ich so einen Gruppenarbeitsprozess organisieren, wie kann ich auch hinterher den Gruppenarbeitsprozess einschätzen, was ja so nachher in die Richtung Bewertung, Benotung vielleicht auch geht, wo man einen Überblick darüber hat, okay, wie hat die Mitarbeit mit Schüler A, B, C, D funktioniert. Wie schätze ich mich selber meine Arbeit innerhalb der Gruppe ein? Das war so der 1. Tag, da hatten wir dann 2 Videokonferenzen, so eine kleine Kick-Off-Veranstaltung von morgens um 9 und dann später um 13 Uhr dann nochmal, wo wir die Produkte besprochen haben, die dann mittlerweile auch an mich gesendet wurden. Und dann gab es sozusagen den Arbeitsauftrag für den in Vorbereitung des 2. Hybrid Day und das war dann schon die Recherche. Also ich komme aus dem Geschichts- und Sportbereich und das Thema war natürlich ein historisches Thema zum Magdeburger Dom, also unser Wahrzeichen der Stadt Magdeburg. Und sind die Schüler dann in die Recherche gegangen und mussten sich halt vorher überlegen, vom 1. zum 2. Hybrid Day, zu welchem Thema um den Dom möchte ich recherchieren. Also geht es bei mir um Architektur, geht es um, was ist dort drin vielleicht, was sind die einzelnen Epochen. Und so müssten die 7 Schüler, die ich habe, sich dann aufteilen. Und am 2. Hybrid Day, wieder morgens um 9, hatten wir eine Videokonferenz. Und da mussten die dann sagen, ich werde dazu recherchieren, haben kurz überprüft, dass wir keine Doppelung haben. Dann sind die Schüler in den eigenständig dann allein oder zu zweit zusammengegangen und haben dann recherchiert.
haben Ausarbeitung angefertigt. Ich hatte so eine kleine Form vorgegeben, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich eine Deadline gesetzt, wie wir das ja auch normal in der Arbeitswelt machen, wenn Produkte erstellt werden sollen. Wie gesagt, um 14 Uhr bekomme ich dann eure Rechercheergebnisse geschickt. Das war dann der Fall. Und habe dann wieder für den dritten Hybrid Day den nächsten Arbeitsauftrag an die Schüler eingestellt. Über Microsoft Teams nutzen wir da, sodass die Gruppe dann Bescheid weiß, worum wird es in den dritten Tag gehen. Das ist dann nämlich eine Veranstaltung, die dann dort stattfindet, am Dom. Dass sie sich schon mal darauf vorbereiten können, was sie machen wollen, wie sie das machen wollen, wie sie das organisieren, wen sie vorher ansprechen müssen, dass wir auch rein können und nicht vor verschlossener Tür stehen, sozusagen. Genau, und so wäre jetzt meine Arbeitsstruktur. Ja, und Mike, du hast gerade dich bewegt, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte noch was unterstützend sagen jetzt für die Kollegen hier in der Runde. Das bedeutet natürlich auch, dass ein Lehrer mehrere Teams betreuen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jeder nur alleine ein Team betreuen kann, sondern durch diese asynchronen Arbeitsphasen kann natürlich der Kollege mehrere Teams pro Tag betreuen. Die können nur nicht gleichzeitig zu verschiedenen Themen logischerweise eine online-synchrone Videokonferenz haben. Aber so wie der Kollege üblicherweise pro Tag mehrere verschiedene Unterrichtsfächer oder und Klassen oder Lerngruppen hat, kann er natürlich auch mehrere gleichzeitig betreuen. Ob er das in der Schule macht, ob er das zu Hause macht, das haben wir gar nicht so richtig überprüft oder festgestellt. Es war im Prinzip egal. Das ist auch das Schöne daran. Manche haben auch früh in der Schule angefangen, sind dann nach Hause gefahren und haben von daraus weitergearbeitet. Das ist halt wirklich offen. Es ermöglicht auch dem Kollegen mehr Freiheit, auf seine Situation einzugehen, weil er ja als Product Owner auch festlegen kann, ich treffe mich mit meinem Team um 9, mit dem nächsten Team mache ich um 11. Ich zum Beispiel habe um 8 angefangen, was dann immer dazu führt, dass die Kameras der Schülerinnen und Schüler nicht unbedingt an sind zum Anfang, aber wir bestehen darauf, dass wir sie sehen, weil das irgendwie auch wichtig ist. Und wenn man ein kleines Team hat mit 7, kann man mal unabhängig von der verwendeten Plattform das auch ganz gut machen. Ich habe mich um 8 getroffen, wirklich so einen kleinen Impuls, habe gesagt, was ich mir jetzt als später Bezahlender in der Gruppe quasi das Produkt oder die Bezahlung ist eine Note, in dem Fall vorstelle, was sie an dem Tag zu leisten haben. Hatte Ihnen noch im zweiten Hybridtag so eine Mini-Aufgabe gegeben, sich selber zu einer Videokonferenz zu treffen, weil ich einfach mal schauen wollte, ob die 7 in der Lage sind, sich einen eigenen Termin im Laufe des Tages zu machen, der vor dem zweiten Deadline-Termin am Nachmittag war, um zu sagen, okay, schaffen die es, sich in einer Konferenz zu treffen? Das habe ich dann nicht überprüft. Und wo wir als Nachmittags zum zweiten Mal getroffen haben, haben sie nicht nur sich wirklich eine Stunde lang vorher zusammengesetzt, von alleine einen Termin organisiert, die Konferenz aufgemacht. Alles diese weichen Faktoren, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die die Kinder vielleicht auch brauchen, mit unabhängig vom Inhalt. Und dann wirklich auch ein gutes Produkt gemacht, von dem ich wirklich positiv bisher überrascht war, wie weit dieser Produktstand war, wo ich ja wirklich keinen Einfluss hatte. Ja, ich habe nebenbei was anderes machen können. Ich konnte mich um ein anderes Team kümmern oder um andere Tätigkeiten und die Schüler haben trotzdem aus unserer Sicht gearbeitet. Natürlich kann man auch die Fragen stellen, wie ist die Einzelleistung in der Gruppenarbeit? Wie ist die spätere Bewertung? Wie können wir schauen, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Kompetenzen erreichen? Beziehungsweise, wie können wir zumindest den Weg dahin liefern? Das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, die man sich anschauen muss. In den ersten beiden Tagen waren die Kollegen und ich aber wirklich eher positiv überrascht, was eben so an anderen Sachen noch mitkommt und auch an Elternrückmeldungen, die dann uns auch viel zeigen, dass die Kinder das wirklich nicht im stillen Kämmerlein machen, sondern eben auch, sicherlich weil es neu ist und ungewohnt ist, dann auch mit den Eltern noch über Schule reden, was ja manchmal nicht so üblich ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber wenn Eltern Kinder fragen, wie war es heute in der Schule, gut ist ja schon eine Auskunft, also eine Menge an Auskünften und Informationen, die man bekommen hat. Und hier hat man an den Eltern Nachfragen und Informationen gehört, dass die Kinder viel, viel mehr berichtet haben müssen. Aber ich gebe mir da keine Illusion hin. Das ist natürlich nur, weil es neu ist und anders ist. Wenn Kinder, weiß nicht, den 100. Hybridtag machen würden, dann würden sie auch sagen, ja, heute war Hybrid Day, alles gut. Ja, also da gebe ich mir jetzt keine Illusion hin. Zum Anfang ist das aber noch für die Schülerinnen und Schüler scheinbar spannend. Norm, willst du mal, wollen wir wieder einsteigen und du sagst noch ein bisschen was zu den übergreifenden Punkten? Naja, wir sind ja eigentlich schon tief in Kompetenzen eingetaucht, ja. Ihr habt ja beide schon ganz, ganz viel angesprochen, was eben dazugehört zum Kompetenzerwerb und du hast ja von weichen
Faktoren gesprochen. Ich würde das jetzt mal auf Kompetenzen ummünzen und würde hier von Soft Skills sprechen. Ja, wir wissen natürlich auch, dass wir so Hard Skills ausprägen damit. Ja, Softwarekenntnisse wären besser. Sicherlich auch in Englisch oder Französisch die Projekte, die eingestellt wurden, aber auch eine Weiterentwicklung der Sprachkenntnisse. Aber wobei es uns insbesondere darum geht, ist natürlich die Weiterentwicklung der Soft Skills, also Kommunikationsfähigkeiten, Flexibilität in der Arbeitsplanung, ja, ein gewisses Zeitmanagement. Ja, sicher habe ich das ein Stück weit auch vorgegeben, indem Sie eine Arbeitszeit von 9.30 Uhr bis 14 Uhr haben und dann das Produkt einstellen müssen. Also das erste Teilprodukt sozusagen. Das Endprodukt wird ja dann erst am fünften Hybrid Day dann fertiggestellt. Das gehört ja auch dazu, dass wir Sie nur ein Stück weit leiten und dann in diesem Prozess nicht allein lassen. Schließlich, die Kinder sind 10 bis 12 Jahre alt, ja. Und das ist so ein Prozess, den wir hier eingeleitet haben. Ich denke, wenn wir dann das jedes Jahr durchgeführt haben und dann Kinder haben, die 16, 17 sind oder 18 in der Oberstufe, dann ist das sicherlich ein anderes Arbeiten und dann haben wir die Kompetenzen mit den Kindern gemeinsam schon so weiterentwickelt, dass wir dann auch ein Stück weit ein Zeitmanagement haben, was die Kinder sich dann vielleicht selber vornehmen können. Wichtig war das, was Mike zum Anfang schon gesagt hatte, Kollaboration. Ist ein wichtiger Punkt. Kommunikation hatte ich schon angesprochen. Kreativität im Arbeitsprozess, aber auch nachher beim Erstellen des Produktes. Und was mir besonders positiv oder was ich besonders wichtig finde, natürlich auch vor dem Hintergrund eines meiner Fächer, nämlich Geschichte und Sozialkunde habe ich auch noch. Kritisches Denken ist sehr wichtig in diesen Fächern. Ja. Auch in Sport, ja, aber da ist das so ein bisschen sekundär, dass die Kinder einfach selbst denken können und selbst denken lernen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass wir das nicht im Unterricht fördern, aber ich denke, mit dem Ansatz des Hybrid Day haben wir nochmal einen zusätzlichen unterstützenden Input den Kindern als Schule mit. Also können wir als Schule den Kindern noch zusätzlich etwas mit auf den Weg geben, was jetzt nicht herkömmlicher Unterricht ist, sondern etwas, was so ein bisschen outstanding ist, ja, was jetzt nicht Unterricht in der Schule, sondern ich wähle mir selbst meinen Lernort, ich wähle mir selbst das Projekt, was ich vielleicht machen möchte und kann dann innerhalb dieses Projekts, was ich betreibe, natürlich auch anfangen, mich zu hinterfragen, mich kritisch mit meinen Teammitgliedern auseinandersetzen, Denkprozesse anstoßen. Das erscheint mir dort sehr wichtig, neben diesen ganzen anderen Punkten. Ich denke, wenn wir über Kompetenzen reden, weiß jeder, was damit gemeint ist und was man damit ausbringen kann. Das wäre eine unendlich große Liste, die ich jetzt abarbeiten und aufzählen könnte. Das war nur so ein kleiner Input dazu. Vielleicht, was auch noch wichtig ist, ist natürlich der Faktor Motivation. Und das ist das, was Mike eben gerade noch sagte. Ja, wenn die Kinder mit ihren Eltern da aktiv ins Gespräch über den Hybrid Day kommen und aktiv aus Schule berichten, dann scheint das erstmal auch ein motivationaler Aspekt gewesen zu sein, der positiv ist. Und die Schüler sind motiviert. Ja, und es ist der 100. Hybrid Day. Werden wir sehen, wie hoch die Eigenmotivation dann noch ist. Aber das ist ja auch etwas, was man für sich dann reflektieren kann und gucken kann, wo müssen wir Veränderungen vornehmen. Für mich war auch wichtig noch Verantwortung für meine Teammitglieder, für den Arbeitsprozess, weil ich muss was einsteuern. Es ist eine kleine Gruppe und dreht da ein Rad nicht, ja, kommt der ganze Prozess in Stocken. Und Verantwortung heißt dann eben auch, verantwortlich sein für die anderen 6, die mit mir arbeiten, aber auch Verantwortung zu übernehmen und den einen, der vielleicht gerade nicht so viel Input beisteuert, eben auch direkt anzusprechen, sich nicht davor zu scheuen, ja, bewusst auch mal die Kritik zu suchen und zu äußern. Ja, und natürlich ganz groß über allem schwebt auch Teamfähigkeit.
sicherlich auch als eine der Grundkernkompetenzen, die wir unseren Kindern auch mit auf den Weg geben wollen. Das nur so ein ganz kurzer Exkurs zu Kompetenzen. Da können wir auch gern in die Tiefe einsteigen, aber so zum Denkanstoß, vielleicht um auch ein paar Fragen zu generieren in diese Richtung, soll es das von mir erstmal zu Kompetenzen gewesen sein. Jetzt gab es noch ein paar Fragen, die würde ich gleich beantworten. Zwei, drei Sachen würde ich nochmal an der Stelle zusammenfassen oder ein bisschen pointieren. Interessant ist in dem Fall auch, dass bei dieser Art der Umsetzung an dem Tag die Kinder in den asynchronen Phasen natürlich selbstständig ihren Lernort, ihr Lerntempo und ihre Lernzeit bestimmen können, weil es waren nur Eckdaten vorgegeben. Wir haben zum Anfang des Lockdowns in der Schule weniger für synchrone Phasen plädiert. Wir waren sehr in asynchronen Arbeitsphasen. Also es gab Aufgaben, es gab Feedbackformate, es gab Videokonferenzen, aber weniger synchrone Phasen, weil wir eigentlich dachten, Mensch, wir wissen nicht genau, wie die Kinder zu Hause arbeiten können, wie ist die häusliche Situation, wie ist überhaupt das Homeoffice der Eltern gestaltet, haben die überhaupt Geräte? Ich komme gleich auf die Frage der Mindestanforderungen der Geräte zurück. Das haben wir dann über die Feedback-Formate, die wir mit den Eltern natürlich durchgeführt haben. Wir fragen ganz, ganz viele unserer Eltern einerseits um Rückmeldung, wie kommt das bei ihnen an, was sie tun, was können wir anders machen, was gefällt ihnen nicht, ohne dass wir jetzt unsere Schule ausrichten, nur für Eltern da sind. Wir sind für Schülerinnen und Schüler da, aber die Eltern sind da auch schon wichtig in dem Gesamtprozess. Und da kam viel zurück, das hat uns ja eigentlich überrascht, weil wir es nicht so richtig dachten, dass die synchronen Phasen fehlten. Die Eltern haben sich mehr gewünscht, feste Zeiten, dann und dann Unterricht nach Stundenplan. Ob das jetzt bildungstheoretisch so richtig ist, wissen wir nicht genau, aber der Wunsch der Eltern ist zumindest da, dass die Kinder, wenn sie eine längere Zeit zu Hause sind, doch festere Strukturen haben, wie sie in der Schule, zumindest im Regelschulbetrieb, gewöhnt sind, im Sinne eines Stundenplanes, fester Strukturen etc. Aber trotzdem ist es eine Mischung. Also sie haben feste Strukturen an dem Tag, es gibt Eckpunkte, aber die können den Lerntempo, die Lernzeit, den Lernort bestimmen, sie können sogar die Lernpartner bestimmen, indem sie sagen, okay, ich treffe mich mit dem und dem Team nochmal virtuell zusammen. Manche in dem Team saßen auch wirklich live nebeneinander, weil sie sich verabredet hatten und sagen, wir sind zwar nicht in der Schule, aber wir wollen nicht alleine sein an dem Tag, sondern diese soziale Komponente war auch ganz gut. Beim ersten Hybridtag saß ein Schüler neben mir mit im Büro und hat mit mir zusammen sozusagen gearbeitet in der synchronen Phase. Also alles das ist möglich, wenn man es denn lässt. Herr Sprenkern hat gefragt, wie organisieren Sie die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern? Gibt es feste Termine, Online-Sprechstunden, Mail-Austausch? Also bei uns passiert extrem viel über Mail. Ich würde schon fast sagen, natürlich hat jeder Kollege eine dienstliche E-Mail-Adresse, die er natürlich jeden Tag abruft, montags bis freitags zumindest, explizit nicht am Wochenende. Die Eltern wissen, dass wir innerhalb von 24 Stunden auf Mails reagieren. Weil das ein positiver Kompromiss ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Die Eltern können Mails schreiben, wir antworten auf E-Mails. Online-Sprechstunden in dem Sinne, wenn wir glauben, dass eine Videokonferenz viel, viel besser ist als eine geschriebene Mail, dann organisieren wir eine kurze Videokonferenz. Wir hatten heute erst als anderes Thema, hatten einen kurzen ein Elterngespräch, was wir in der aktuellen Situation nicht live führen könnten, sondern haben das als Videokonferenz gemacht. Kommunikation, genau. Also wir organisieren es hauptsächlich über sehr, sehr viel Mail. Telefon ist klar, dass es bei Lehrern schlecht funktioniert während des Tages, weil sie in der Regel im Unterricht sind. Wir haben explizit kein Chat-System. Wir haben ein internes Chat-System mit den Kollegen. Mit den Eltern kommunizieren wir per Mail, beziehungsweise richten, da wir MS Teams an unserer Schule als Art Lernplattform verwenden, auch jetzt Elterngruppen ein. Und bei uns haben alle Schülerinnen und Schüler einen MS Teams Zugang, also zu Office 365, früher jetzt MS Teams von Microsoft, haben einen eigenen Account. Wir richten jetzt auch den Eltern durch einen Account ein. Das heißt, dass wir auch die Elternkommunikation in dieser gewohnten Plattform dann abbilden können, inklusive Elternrückmeldungen, Elternbriefe, Elternschreiben etc. pp. Aufgaben an die Eltern, die wir stellen können und genau sehen, ob die Eltern eine Information erhalten haben oder nicht.
Stefanie hat gefragt, welche Geräte wir verwenden. Gibt es ein Minimum an Vorgaben? Also für den Hybrid Day an sich gibt es so gar keine Vorgaben, aber die haben wir deshalb nicht gemacht, weil wir in unserem Bring Your Own Device Konzept in der Schule von vornherein Bring Your Own Device haben, wo wir ein paar Eckdaten empfehlen. Das ist nicht betriebssystemabhängig, auch nicht herstellerabhängig, explizit nicht. Ganz im Gegenteil, wir sehen den großen Vorteil von Bring Your Own Device. Viele mögen das anders sehen, aber wir sehen einen riesen Vorteil in Bring Your Own Device, dass halt gerade herstellerunabhängig, betriebssystemunabhängig, produktunabhängig gearbeitet werden kann. Also es kommt wirklich darauf an, beispielsweise die Kompetenz der Präsentationserstellung zu erwerben, die Kompetenz zu erwerben, wie ich eine Videokonferenz einigermaßen sinnvoll führe. Und bestimmt nicht, ob Zoom jetzt das beste Mittel ist, was es gibt, oder ob ein MS Teams Meeting besser gewesen wäre. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn die Kinder diverse Geräte im Unterricht verwenden, das geht vom Handy los über ein Tablet, über ein PC, wirklich Betriebssystem unabhängig, Open Source, Kaufsoftware, völlig egal, dann fokussieren die Kinder aus unserer Erfahrung wirklich mehr auf das Produkt, auf den Inhalt. Sie suchen sich das Werkzeug raus, was in dieser gegebenen Situation sinnvoll ist. Und wenn in einer Gruppenarbeit beispielsweise drei Schülerinnen und Schüler dabei sind und die eine hat meinetwegen ein Windows-Tablet, die andere hat ein Apple-Tablet und ein Android, um jetzt mal alle großen Hersteller zu nennen oder Systeme zu nennen, klar ist dann das ein oder andere für diese Arbeit vielleicht gerade das Sinnvolle, aber das heißt noch lange nicht, dass die dann alle das eine nehmen, sondern es wird einfach ausgesucht wie so ein Werkzeug. Und dieser Werkzeugcharakter rückt wirklich stark bei den Kindern in den Mittelpunkt. Sie sehen diese Geräte als Werkzeuge. Sie verlieren auch den Reiz im täglichen Umgang. Das Handy ist ein Werkzeug. Das liegt vielleicht auf dem Tisch, bei uns konkreter noch in so einem Medienschrank, und wird dann verwendet, wenn es quasi daran ist, das zu nehmen. Wir haben kein Handyverbot, zumindest nicht im Unterricht. Natürlich auf der Hofpause, beim Essen, beim Spielen haben unsere Kinder keine elektronischen Geräte, aber im Unterricht schon. Und da rückt das in den Hintergrund, dieser Werkzeugcharakter im Mittelpunkt. Minimum an Vorgaben, ja. Wir haben so eine Art Checkliste für die Eltern. Da gibt es ganz viele Fragen. Was soll es sein? Wir sagen schon, es soll eine Mindest-Display-Größe haben, wenn es jetzt außerhalb eines Handys ist. Es sollte möglichst einen USB-Anschluss haben. Es muss natürlich einen WLAN-Anschluss haben. Es sollte möglichst eine externe Tastatur haben. Wie bilden sich die Gruppen? Die Schüler haben sich eingewählt. Wir hatten alle Themen, die Juliane vorhin genannt hat, in so eine Abfrage online gestellt, hat eine Zeitfenster gegeben, such dir bitte das Thema raus, was du willst, und dann haben sich die Gruppen daraus gebildet. Waren alle Lehrer an Bord oder hat es auch Bedenken oder gar Widerstände gegeben? Gab es DSGVO-Bedenken gegen Teams? Ich fange mal mit dem ersten an. Waren alle Lehrer an Bord? Dirk, ich weiß, dass wir an dieser Stelle wahrscheinlich eine sehr privilegierte Lehrerschaft haben. Diese Schule, ich habe das versucht zum Anfang kurz zu erklären, gibt es erst seit 2018. Lehrerinnen und Lehrer, wie auch Schülerinnen und Schüler, die zu dieser Schule kommen, suchen sich in Anführungszeichen diese Schule aus, weil sie so ist, wie sie ist. Alle unsere Kollegen, ob jung oder alt, das hat überhaupt nichts mit Alter zu tun, wissen, dass unsere Schule eins der Standbeine, die Bildung in der digitalen Welt hat. Und deshalb Bedenken im Sinne von, kann das schief gehen, macht das mal nicht, ist das verschwendete Zeit, lasst mich lieber Regelunterricht machen, haben wir aus dieser Sicht nicht. Also es gibt eine Offenheit gegenüber diesen digitalen Themen, ohne dass wir jetzt von vornherein ein Kollegium aus Nerds hätten, die sagen, es muss nur digital sein. Ganz im Gegenteil. Wir haben auch Unterrichtsstunden, wir haben Fachsequenzen, wo vielleicht mal tagelang, wochenlang überhaupt kein digitales Endgerät im Unterricht verwendet wird. Gut so, weil der Werkzeugcharakter, wenn das Werkzeug nicht das Richtige ist, um die Kompetenz bei dem Schüler vielleicht hervorzurufen, dann ist das Werkzeug nicht das Richtige. Und mag sein, dass das digitale Werkzeug für Phasen, Sequenzen, Unterrichtsinhalte nichts taugt, dann ist es so. Beim Hybridtag ist es natürlich, steht es im Mittelpunkt, weil wir da ja gerade üben wollen, wie die Kinder mit digitalen Werkzeugen kommunizieren können, um analog und digital zu mischen. Da ist was anderes. Aber ansonsten gab es da, ehrlich gesagt, keine Widerstände. Wir haben ein Team, eine Arbeitsgruppe gebildet, die das konzeptionell vorbereitet hat, haben es dann in zwei Runden mit den Lehrern gefeedbackt, im Sinne von, das ist der Bearbeitungsstand, sagt ihr jetzt noch mal was dazu im Ergebnis der Arbeitsgruppe. Und im zweiten Prozess war dann das Endergebnis so fest, obwohl auch das agil ist.
Denn schon vom ersten zum zweiten gibt es natürlich Anpassungen im Prozess. Es ist jetzt auch kein Konzept, was in Stein gemeißelt ist, sondern sozusagen mitlebt im Prozess. DSGVO-Bedenken gegenüber Teams, ja und nein. Das haben wir wirklich tatsächlich im Blick. Wir versuchen bei allen Plattformen, ob es Zoom ist, GoToMeeting, Jitsi und was es alles gibt, immer den Datenschutz im Hinterkopf zu behalten. Wir sagen als erstes immer, liebe Schülerinnen und Schüler, Punkt 1 ist, wir thematisieren das mit euch. Wir haben extra einen durchgängigen Informatikunterricht ab Klassenstufe 5 zusätzlich bei uns implementiert im Curriculum. Exakter heißt es Computational Thinking. Bei Informatik in Sachsen-Anhalt per Definition erst in oberen Klassenstunden dran sein kann. DSGVO-Bedenken bezüglich Teams, ja und nein. Wir wissen, dass es ein Produkt ist, welches im Sinne des Datenschutzes deutlich zu verbessern ist. Wir diskutieren das mit den Kindern und sagen, passt bitte auf, dass ihr personengebundene Daten, persönliche Sachen nicht unbedingt relevant haben. Wir versuchen es so weit wie möglich auch technologisch einzuschränken, indem wir das Team so eingestellt haben, dass es in Deutschland beziehungsweise mindestens in Europa läuft. Aber auch hier hoffen wir auf Verbesserungen. Wir glauben, dass Datenschutz ein zentraler Punkt ist und insbesondere mal mit den Schülern besprechen soll und dann die Nachteile aller Tools, die so am Markt sind, mitverwenden können oder wollen. Ich schaue jetzt noch mal durch. Ja, vielleicht ein Wort zu den Eltern. Bei den Eltern ist so ein Modell, stößt manchmal auf tatsächlich Fragen. Ich will gar nicht Widerstände sein, sondern Fragen. Das mag jetzt einfach eine, sagen wir mal, Altersstruktur, Entwicklungsbedingung sein. Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler sind zu Zeiten in eine Schule gegangen, wo digitales Lernen wahrscheinlich, wenn überhaupt, in den Kinderschuhen stand, dass Kinder von zu Hause gelernt haben, außer bei Hausaufgaben, Vorbereitung von Tests oder Klausuren gab es wahrscheinlich nicht. Und ein Format, was kompetenzorientiert ist und nicht auswendig lernbare Fakten in den Mittelpunkt stellt, sondern Fähigkeiten versucht hervorzurufen, ist natürlich aus dem Kollegenkreis, den wir hier höchstwahrscheinlich sind, eine, sagen wir mal, fast normale Sache. Aber ich kann Ihnen von einem Elterngespräch vor einigen Wochen beim Elternsprechtag berichten, der übrigens noch analog war. Inzwischen ist er jetzt wieder digital umgestellt. Ist es so, dass ein Elternteil sehr freundlich und nett zu mir gesagt hat, Herr Keune, wann lernen die Kinder mal was auswendig, was sie auch dann mal in den nächsten Test abfragen können? Ja, das war natürlich eine nette Steilvorlage, kurz mal zu erklären, was kompetenzorientiertes Lernen ist. Und das Schöne daran war, dass die Mutter gesagt hat, ja, es funktioniert ja bei meiner Tochter. Sie hat ja eine 2 bekommen, aber so richtig, also die Eltern haben da manchmal so große Vorbehalte, obwohl sie merken, dass es bei ihren Kindern funktioniert und sie Spaß am Lernen haben. Vielleicht mehr, als wenn sie die 10 Fakten hätten auswendig lernen müssen und im Sinne von nach dem Test nicht mehr ansatzweise irgendwas davon gewusst hätten. Also das ist so ein Punkt, wo wir allerdings auch die Eltern versuchen mitzunehmen. Ursprünglich war wir machen thematische Elternabende. Also wir laden Eltern zu Themen ein, wo dann die interessierten Eltern kommen. Der nächste jetzt zum kompetenzorientierten Lernen mit selbstorientierten Lernen und Hybrid-Tag zusammen nochmal, leider in digitaler Form, weil wir glauben tatsächlich auch, dass man sowas in einer größeren Gruppe wirklich besser in der Schule machen könnte, weil man dann einfach mehr auf die Eltern eingehen kann. Aber wir werden es jetzt digital machen, weil es sich nicht anders zurzeit umsetzen lässt. Davon träumen wir in Köln, beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal das. Also wir wissen, dass es privilegiert ist. Wir haben die technischen Voraussetzungen. Wir brauchen nicht über Internetbandbreite zu reden. Wir brauchen nicht über digitale Endgeräte zu reden. Wir brauchen nicht über die Tafel zu reden. Völlig richtig, das wissen wir, dass wir da und unsere Schüler insbesondere privilegiert sind in dem Sinne. Wie Juliane zum Anfang sagte, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch bundesweit. Es gibt ja Programme, um das zu unterstützen. Digitalpakt ist der eine. Ich will jetzt die ganze Diskussion nicht anfangen, ob das viel schneller gehen könnte, ob es besser sein sollte. Aber es ist eigentlich auch nicht so, dass wir als Kollegen jetzt irgendwie die Flinte ins Korn werfen sollten und sagen, das wird doch alles nicht, sondern man kann es versuchen, man kann es umsetzen. Und auch so ein Hybridtag
geht sogar ohne Internetverbindung, zumindest nicht im schulischen Bereich. Ich muss es nur anders organisieren. Wir haben es so gemacht, dass die Kinder, die zu Hause zum Beispiel kein Internet haben, in die Schule gekommen sind. Und umgekehrt könnte man einen anderen Lernort wählen. Also wenn man sich darüber Gedanken macht, findet man, glaube ich, wahrscheinlich in jeder Stadt, in jeder Kommune beziehungsweise in jedem schulischen Umfeld eine entsprechende Adaptierung des Hybrid-Tages, so wie wir ihn vorgestellt haben. Ich habe zum Anfang gesehen, ob wir die Prezi beziehungsweise nochmal so einen One-Sheet-Flyer über unseren Hybrid-Tag online stellen können. Janina, wir würden dir das schicken und du kannst es wahrscheinlich im Nachgang, Janina nickt, an die Teilnehmer hier verteilen oder in der Community teilen, na klar. Vielleicht Fragen, das hilft uns weiter. Was gibt es denn vielleicht von dem einen oder anderen für Hinweise oder Fragen? Wir hatten zum Beispiel in der ersten Runde, wo wir sowas Ähnliches mal gemacht hatten, mehrmals die Frage, wie wir das mit der Bewertung machen. Ich dachte mal ganz kurz, da ist noch eine Frage eingestellt. Wie ist die Erfahrung für die Kinder, die kein Internet haben? Okay, die könnten dann einfach in der Schule sein und hätten dann in der Schule gearbeitet. Zum Beispiel das eine Kind, ich weiß gar nicht, ob es häuslich Internet hat, das hatte zumindest kein digitales Endgerät, war in meiner Gruppe oder ist nach wie vor in meiner Gruppe. Und dann habe ich die Präsenzphasen einfach mit dem Kind parallel gemacht. Also wir haben das Laptop genommen, das Kind saß neben mir, wir waren in der Gruppe in Teams mit den anderen zusammen. In der asynchronen Phase hat er dann alleine gearbeitet. Da habe ich jetzt nicht mit ihm zusammen das Thema erarbeitet, sondern aber in dieser Phase, wo es Internet brauchte, in dem Moment habe ich ihn mit an mein Gerät geholt. Also es war bei mir auch so, ich hatte auch ein Kind, das zwar Internet hat, aber die Internetanbindung im Großraum MacBook dann doch vielleicht nicht so ist, wie es sein könnte. Und die hatte sich vorher darum gekümmert, wollte auch nicht in die Schule kommen, was ja auch völlig okay ist und ja auch ein Stück weit so sein soll. Die hat sich dann darum gekümmert, dass sie dann bei einer Klassenkameradin, die zufälligerweise auch in dem Team ist, dann dort ist und dann mit ihr dort zu Hause vor Ort arbeiten konnte. Ja, also man merkt, die Kinder, ja, 7. Klasse, die schaffen sich auch schon ein bisschen selbst zu organisieren, ja, und machen sich Gedanken und lösen ihre Probleme auch durchaus schon mal, ja, wo wir wieder bei Kompetenzen werden. Ja, spannend ist auch die jahrgangsübergreifende Geschichte. Wir hatten es halt verpflichtend gemacht, dass mindestens 2 Jahrgangsstufen zusammenarbeiten müssen, also Schülerinnen und Schüler aus mindestens 2 Jahrgangsstufen. Wenn ein Team sich jetzt gefunden hätte, was nur in einer Jahrgangsstufe gemacht ist, haben wir es wieder aufgelöst, beziehungsweise die Kinder haben sich einem Thema zugeordnet und wir haben dann die Teams zusammengestellt. Ist auch spannend, weil na klar, also aus unserer Sicht, na klar, übernehmen die Großen so ein bisschen und die Älteren so ein bisschen die Führung in dem Team, was jetzt aber gar nicht so schlecht ist, weil wenn derjenige, der mehr Erfahrung hat, das macht und dann ist es vielleicht besser. Und vielleicht kann so ein 6. Klässler einfach unbefangener ein 7. Klässler etwas fragen, als wenn der 6. Klässler vielleicht den Lehrer bei irgendwas befragt. Auch einfach bei technologischen Sachen, bei Umsetzungssachen, wie machst du das? Da haben die Kinder manchmal inzwischen auch schon eine ganz andere Sprache entwickelt, die ich schon gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich das als Lehrer, aber menschlich ist es vielleicht trotzdem, dass man mit dem Abstand irgendwann nicht mehr nicht zwingend die gleiche Sprache spricht oder die gleiche Herangehensweise an Tools hat. Ich bin es nicht und ich will mich nicht als irgendwie Digital Native bezeichnen. Ob die Kinder das sind, ist auch eine andere Diskussion, aber sie sind zumindest viel, viel mehr als wir. Und warum dann nicht die Kinder untereinander in ihrer Art und Weise ein digitales Gerät bedienen lassen, dem anderen das erklären? Herr Sprengkram schreibt viel, ich muss kurz lesen. Herr Sprengkram, danke. Ja, das ist, was man hätte noch ergänzen können zu der ersten Frage, ja, zu Online-Sprechstunden, dass wir solche Geschichten natürlich auch mit unseren Eltern machen. Und dass es Terminabfragen gibt per E-Mail und wir den Eltern dann Gesprächstermine via in diesem Fall Teams dann anbieten und dort mit den Eltern dann sprechen. Das ist jetzt keine direkte Online-Sprechstunde, obwohl einige Kollegen das natürlich auch in dieser Form am Elternsprechtag gemacht haben, die jetzt nicht aus Magdeburg kommen beispielsweise,
die dann nicht zum Elternsprechtag in die Schule gekommen sind, die das von zu Hause gemacht haben. Aber wir bieten das auch auf jeden Fall für unsere Eltern an. Und vor allem haben wir auch größere Elternabende oder größere Klassenkonferenzen auch schon online gemacht, ja, in Videokonferenzen, und haben damit eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Genau, das kann ich bei Normen unterstützen, wenn man es konsequent durchzieht. Und wir sind jetzt eine Schule, die versucht, sich lieber auf ein oder zwei wenige Tools zu beschränken und nicht sagen, es gibt für jede Sache 20.000 Apps, das gibt es. Ich will auch, wie gesagt, gar nicht sagen, dass das eine besser als das andere schlechter ist. Ich möchte nur sagen, dass es, wenn man sich auf wenigere Tools beschränkt, wir versuchen halt alles, was irgendwie geht, mit Teams zu machen. Und wenn es nicht geht, weichen wir aus. Aber wenn es geht, versuchen wir es da zu machen, weil das ist dann auch so wieder so eine Art konsistente Lernumgebung. Und ich versuche das nach wie vor auch mit grünen Tafeln im Klassenraum zu vergleichen. Ich weiß nicht genau, ob der Vergleich hinkt, aber vor 20, 30 Jahren ging irgendwie alles mit der grünen Tafel. Und jeder hat irgendwie die grüne Tafel dazu gebracht, alles das zu tun, was man im Unterricht mit den Schülern als Lehrer machen wollte. Und man hatte nicht 30 verschiedene grüne Tafeln im Raum, man hatte eine. Man hat es irgendwie mit einem Tool gemacht. Und es muss nicht richtig sein, aber der Ansatz ist bei uns, wenn wir versuchen, so wenig wie möglich zu machen, sind die Eltern das System gewohnt. Die Eltern haben inzwischen überhaupt kein Problem mehr mit uns bei Elternabenden, Klassenkonferenzen, Gesamtkonferenzen, alles, was es so im Schulgesetz gibt, einfach umzusetzen. Wir machen das alles seit ja, Monaten nur noch digital. Funktioniert ganz gut. In dem Fall helfen dann auch die Kinder. Das hat man zum Anfang gesehen, jetzt inzwischen nicht mehr. Aber zum Anfang waren vor dem Elternabend häufiger Kinder dabei, die ihren Eltern geholfen haben, in der Teamsitzung zurechtzukommen und zu zeigen, wo das Mikro an- und ausgeht. Inzwischen hat sich da eine Kultur entwickelt innerhalb dieser Plattform, die gut funktioniert. Und umgekehrt wissen jetzt auch die Eltern, was die Kinder machen. Das heißt, sie haben einen guten Einblick in das, womit die Kinder arbeiten, was jetzt. Das war gar nicht geplant, aber das ist auch so ein netter Nebeneffekt. Wann sieht denn ein Elternteil wirklich mal den Unterricht seines Kindes? Ich meine, das nicht teilnehmen, da haben wir auch eine Compliance dafür gemacht, dass wir dafür sorgen, dass die Kinder eher nicht mit ihren Eltern gemeinsam im Unterricht teilnehmen, aber gemeint ist ein bisschen mit welcher Art, mit welchem Lehrer, mit welchem Tool das gemacht wird. Ja, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, dass die Kinder ihren Eltern geholfen haben. Ja, das ist ja eben doch, dass die Kinder sind halt 24/7 vernetzt in dieser digitalen Welt, ja. Und wenn man ihnen da Hilfestellung gibt, wie sie das Handy oder den Laptop, was auch immer, als Werkzeug auch benutzen können und nicht um damit nur Fotos zu posten auf Insta oder auf anderen Plattformen, ja, oder damit die ganze Zeit nur zu spielen, sondern ihnen diese Möglichkeiten gibt und sie dann auch genau dort abholt, ja, dieser große didaktische Leitsatz, ja, den wir da immer hatten, erstmal gucken, wo sie stehen, abholen und dann zum Ziel bringen. Genau das versuchen wir eben auch mit einem Hybrid Day beispielsweise oder eben dem Konzept des Computational Thinking im Unterricht zu implementieren, in der Schule zu implementieren und den Kindern da Hilfestellung geben und sie unterstützen bei ihrer Kompetenzentwicklung. Ja, wo wir dann sagen können, 2026 das erste Mal Abitur, die ersten gehen raus und wir können sagen, okay, das ist gelungen, das, was wir uns vorgestellt haben, konnten wir ihnen mit auf den Weg geben und ja, das ist eben das große Ziel, was dahinter steht. Genau, jetzt hat Dirk gerade gefragt, unsere Compliance, ja, schicke ich auch mit an Janina, kann sie gerne natürlich auch haben. Wir teilen wirklich sehr gern und sind auch immer auf Rückmeldungen, dann gerne, nehmen wir gerne auf. Inhalt der Compliance war, auch das hatten wir gar nicht zum Anfang bedacht, kam aus dem ersten Hybridtag und jetzt dieser teilweise hybriden Corona-Phase. Wir haben einige Schülerinnen und Schüler zu Hause, die entweder in Quarantäne sind und oder wo die Eltern aus gesundheitlichen Gründen der Kinder sagen, sie sollen lieber nicht am Regelunterricht präsent in der Schule teilnehmen. Im Prinzip für uns kein Problem. Sie nehmen einfach per Videokonferenz am Unterricht teil, wenn es denn so eine live-synchrone Phase ist. Und bei asynchronen Phasen ist es über Teams auch kein Problem, dass sie die Arbeitsmaterialien, Ergebnisse etc. online stellen, was ich jetzt nicht erwähnt habe, dass wir ein digitales Klassenbuch führen, wo die Eltern sehen, was im Unterricht gemacht wurde, also die Eintragung im Klassenbuch sehen, alles das führt dazu. Und was wir auch gemerkt haben, ja, manchmal sind die Kinder nicht alleine in diesem Videoraum vor dem Unterricht im Unterricht, sondern da war Mama oder Papa dabei. Wenn es nur um die Hilfe der Einstellung des Mikros geht, kein Problem. Und die Beleuchtung herzustellen, auch in Ordnung.
Aber wir haben dann auch manchmal erlebt, dass Eltern tatsächlich 2 Stunden lang spannenden Physikunterricht verfolgt haben. Einerseits super, ja, dass sich Eltern dafür interessieren. Andererseits ist es natürlich auch zum Schutz der Privatsphäre der Eltern, muss man auch mal klarstellen, dass nicht nur wir gesehen werden von den Eltern, was jetzt prinzipiell erstmal in Ordnung ist, dass die Kinder sehen uns ja auch, aber umgekehrt wir auch einen Einblick in die Privatsphäre der Eltern haben, beziehungsweise des häuslichen Umfeldes haben. Und wenn man hier eine gegenseitige Vereinbarung trifft, die sagt, Punkt 1 ist, ich möchte immer die Kamera anhaben, damit ich nicht mit irgendwie einer Wand rede als Lehrer, sondern das Bild des Kindes sehe. Punkt 2 ist, die Kinder sollen möglichst entweder ein Headset oder ein Mikro so einstellen, dass nur wir sie hören und kein anderer, weil es sind auch noch andere Schülerinnen und Schüler in dem Klassenraum. Und wir wollen auch datenschutzmäßig ein bisschen sicherstellen, dass jetzt die Bilder von den anderen nicht wirklich von völlig unbeteiligten Dritten gesehen werden, mal von technischen Konzeptionen abgesehen, über die man sich streiten könnte. Aber das haben wir dann alles in die Compliance reingeschrieben und würden das auch mit den Eltern so teilen, dass wir sagen, bis auf technologische Hilfe bitten wir die Kinder im Unterricht tatsächlich da nicht zu unterstützen. Inhaltlich sowieso nicht. Hausarbeit etc. ist was anderes, aber es geht wirklich mehr um diesen geschützten Raum des Lernen und Lernens, der da noch eine zentrale Bedeutung hat. Aber ja, mit den größten Bedenken der Lehrer, ja, stimmt, Dirk, das ist, die Lehrer haben das gar nicht, also wir haben das dann auch gemerkt, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, zum Anfang. Aber man merkt das. Und wir hatten jetzt gerade im letzten Wochenende nochmal auch die Möglichkeit, in größeren Gruppe so eine Art Unterrichte durchzuführen, wo wir 2x45 Minuten Unterrichte gemacht haben. Da haben wir das dann auch schon vorher dann gelernt und vorher Bescheid gesagt, dass die Kinder bitte alleine dem Unterricht teilnehmen und nicht die Eltern noch mit teilnehmen. Wie gesagt, vielleicht geht es auch dahin, dass wir auch mal Unterricht für Eltern machen. Völlig in Ordnung. Also es wäre ja schlimm, wenn Eltern nichts lernen dürfen, aber da muss man ein anderes Setting finden, glaube ich, und nicht mit dem Kind gemeinsam. Ja, super spannend, Mike. Ich hätte auch noch eine Frage. Also ich finde das richtig toll, dass ihr diese agilen Methoden auch in den Unterricht bringt. Ich glaube, das ist super wichtig und auch eine neue Art zu lernen. Und ja, schön, dass das auch in der Schule Anwendung finden kann und ihr das in eurem Beispiel zeigt, wie das funktioniert. So diese Technik und der Einsatz von digitalen Tools ist ja eine Sache und eine andere Sache, die, glaube ich, sehr entscheidend ist, ist auch die Art des Lehrens in solchen Formaten. Könntest du da vielleicht auch drauf eingehen, was man aus eurer Sicht da, also was sich da ändern muss oder auf was man da achten sollte? Ja, es ist da, das ist eine wirkliche Änderung, die, glaube ich, in den Köpfen vieler Kolleginnen und Kollegen, und ich kann es von mir selber wirklich sagen, weil ich eben auch eher ein sehr, sehr klassischer Lehrer bin, der angefangen hat zu unterrichten, wo es das alles noch nicht gab, und der war froh, dass es einen Taschenrechner irgendwann gab und keinen Rechenstab mehr. Dieser Hybridtag ist halt nicht ein Punkt, wo ich mich in einer Videokonferenz so wie hier jetzt hinsetze und einen Vortrag halte. Es ist auch nicht so, dass ich mich an eine Tafel stelle und dann halt irgendwas erkläre oder einführe. Sondern wenn man das so spielt, mitspielt, ich, der Lehrer, in dem Fall der Product Owner, der ein Produkt irgendwann mal kaufen will von dem Entwicklungsteam der Schüler, der sagt, wisst ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ich habe da mal was gehört. Ich nehme mal mein Beispiel, weil sich es dann plastischer machen lässt für die Kollegen, die sich darunter was vorstellen können. Ich habe mal was gehört von platonischen Körpern. Das hat irgendwas mit Mathe zu tun. Und wisst ihr, in den nächsten 5 Tagen hätte ich gerne, dass ihr mir ein Produkt verkauft, was ich euch auch abkaufen will, weil ich das spannend finde, weil ich jetzt dann weiß, was platonische Körper sind, weil ihr mir die irgendwie plastisch vorgestellt habt und mir das dann noch digital gemacht habt, finde ich super. Ich habe ihnen sozusagen den Weg gegeben. Ja, ich habe gesagt, okay, wie ist das Thema? Was erwarte ich von euch? Aber ich habe ihnen nicht gesagt, der erste Handlungsschritt ist das, der zweite ist das und mach's mal so und mach's mal so. Und vor allen Dingen habe ich ihnen nicht erklärt, was sind platonische Körper? Klar könnte ich das machen. Und dann würde der ein oder andere Mathe-Kollege jetzt sagen, ja gut, dann wärst du nach 10 Minuten fertig. Warum brauchst du da 5 Tage? Stimmt schon. Ich hätte es Ihnen nach 10 Minuten erklären können. Aber wenn Sie es selber machen, wenn Sie es selber entdecken, wenn Sie sich selber vernetzen, wenn Sie selber Ihr eigenes Gedankenkonzept dazu anlegen, ein Produkt erstellen und die ganzen anderen Kompetenzen, die Sie nebenbei erwerben, Teamarbeit, Zusammenarbeit, Zeitplan aufbauen, Protokoll führen, alles das, was mit dazugehört, ja, dann ist das so ein immenser Mehrwert. Und
Sie wissen nach dem zweiten Tag, was platonische Körper sind. Also den Unterrichtsinhalt, den ich Ihnen sonst hätte versucht beizubringen, der auch im Lehrplan steht, der kommt auch mit rüber, aber fast nebenbei. Gar nicht unwichtig, aber eigentlich sind die Hybridtage der Inhalt fast völlig egal, sondern es geht wirklich darum, Kompetenzen zu stärken, Teamarbeit zu stärken, verschiedene Methoden zu haben und Kinder eben auch an agiles Arbeiten zu gewöhnen. Normalerweise gibt der Lehrer vielleicht eine Aufgabe, da wird die Aufgabe abgearbeitet, da gibt es ein Ergebnis und fertig. Das ist sehr, sehr linear. Aber linear ist das, was die Kinder heutzutage kaum noch haben. Lineares Fernsehen schauen sie selten. Sie schauen YouTube, sie schauen andere Formate. Sie leben nicht linear. Und wir versuchen ihnen aber in der Schule irgendwie das Lineare noch aufzudrücken. Und wir machen es ja nicht zu 100%. Ich bin auch ein bisschen sehr traditionell, der sagt, Vorsicht, wir haben hier keine Langzeitstudien, es gibt keine ernsthaften wissenschaftlichen Begleitforschungen, die sagen, ob das irgendwie richtig ist. Dann können wir uns bei uns in der Schule aber hinstellen, naja, 5 Tage schaden jetzt auch nicht im Jahr. Also wenn Sie dann nebenbei was anderes gelernt haben, auch gut, die 5 Tage werden Sie jetzt nicht umbringen und Sie werden trotzdem ein gutes Abitur haben. Wir glauben, ein besseres, ein schöneres, vielleicht ein glücklicheres Abitur, das ist eine andere Frage. Aber wir sind jetzt auch nicht eine Schule, die sich hinstellt und sagt, das habe ich schon mehrmals gesagt, es muss jetzt nur so sein und alles andere ist falsch. Es kommt stark drauf an, aber das gehört irgendwie heutzutage unserer Meinung damit dazu und völlig ohne Corona. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir so wenige Fragen überhaupt dazu hatten. Es hat eigentlich überhaupt nichts mit der aktuellen Pandemiesituation zu tun. Es unterstützt das klar, aber es hat damit nichts zu tun. Ich würde dazu nur noch sagen, dass das Selbstverständnis des Lehrers vielleicht nicht der Begriff Lehrer ist, sondern der Begriff Lernbegleiter. Und wenn wir von kompetenzorientierten Unterricht reden und von Kompetenzentwicklung, ist vielleicht die Begrifflichkeit Lehrer, ich will nicht sagen, dass sie überholt ist, aber sie ist zumindest diskutabel und vielleicht ist das zu sagen, ich begleite Sie bei Ihrem Lernprozess innerhalb der Schule durch alle Inhalte und durch die gesamte Kompetenzentwicklung. Und dann trifft das vielleicht so das Selbstbild, was viele bei uns an der Schule von ihrem Verständnis von Berufsauffassung und Arbeit mit Kindern haben. Und ganz, ganz viele draußen in der Republik, in Deutschland. Und da kann man froh sein, dass es so viele tolle Lehrkräfte gibt, die das genauso sehen und auch teilen. Ja, danke für eure Antworten. Was sagen denn die Schüler dazu, die jetzt schon den ersten Hybrid da hinter sich haben? 2 waren es schon. 2 Tage. 2. Also ich habe aus meiner Gruppe bis jetzt kein negatives Feedback bekommen. Bis jetzt scheinen sie erstmal ganz zufrieden zu sein. Warten wir es mal ab, wenn wir die große Umfrage machen und dann von den Kindern das große Feedback einholen. Ne? Kann ich mich nur anschließen? Also es gibt von meiner Gruppe kein negatives Feedback für den Hybridtag oder das Konzept. Wenn es negatives Feedback gibt, dann vielleicht für die Arbeitsweise des einen oder anderen Gruppenmitglieds. Und meistens auch bei mir ist es so, dass die 5-Klässler sich da ein bisschen beschweren über die nicht immer ganz so motivierten 6-Klässler oder 7-Klässler. Also die 5-Klässler treiben hier so ein bisschen an und fordern auch die 6- und 7-Klässler zu permanentem Arbeiten auf, sind da hoch motiviert bei mir zumindest in der Gruppe und monieren dann eben, dass da mal ein Katzenvideo zwischendurch lief im Teams-Meeting, ja, was da nicht hingehörte und es sei ja Arbeitszeit, die auch genutzt werden müsse. Also die kontrollieren sich da schon gegenseitig sehr gut und geben sich da gegenseitig eben auch für ihre Arbeitsweise gutes Feedback, was wir wiederum auch nutzen können, um diesen Prozess am Ende ein bisschen im Blick zu haben und die Prozessbewertung. Danke dir. Gibt es denn noch Fragen aus der Runde? Also eine kam jetzt noch von Herrn Sprengkamp gerade, die jetzt sehr lokal ist.
Hatten wir jetzt bei der ersten Runde nicht geplant, Herr Sprenkamp, weil wir erstmal überhaupt probieren wollten, wie es überhaupt funktioniert. Also, ich weiß nicht, ob alle den Chat lesen können, ja wahrscheinlich. Wir haben in unserem Schulgebäude, weil wir als aufwachsende Schule erst fünf Jahrgangsstufe 5, 6, 7 haben, noch Räumlichkeiten frei, relativ viele, sodass wir zurzeit noch eine zweite Schule bei uns im Gebäude beherbergen. Das ist vielleicht auch eher sehr selten, dass zwei verschiedene Schulen, zwei verschiedene Schulformen, zweier verschiedener Träger in einem und demselben Gebäude Unterricht machen. Da gab es jetzt aber bezüglich des Hybridtags keine Zusammenarbeit, um die Frage zu beantworten. Welche ersten Schritte würdet ihr denn anderen Lehrkräften und Schulen empfehlen, die jetzt Lust hätten, so eine Art des Arbeitens mal auszuprobieren und bei sich einzuführen? Also, ich glaube, wichtig ist, dass sich ein kleines Kernteam, sicherlich wie das immer so ist, zusammensetzt und erstmal so ein Brainstorming macht. Wie sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Schülerinnen und Schüler bisher gewöhnt? Was können die schon? Na klar, wenn ich zum Beispiel Schülerinnen und Schülergruppen habe, die noch nie in einem Online-Tool gearbeitet haben, dann kann ich das nicht so aufziehen, wie wir es jetzt machen. Dann wäre der erste Schritt vielleicht auch so einen Hybridtag zu machen, aber wobei die ersten Schritte des hybriden Lernens online ganz andere sind. Also eine kleine Gruppe nehmen, die sich dafür in einer Arbeitsgruppe, Arbeitskreis, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zusammensetzen, die dann zwei, drei Ideen haben, der dann einer größeren Gruppe den gesamten Team vorstellen. Wir teilen das bei uns immer. Also bei uns gibt es immer eine Art Ergebnis in einer Form der Präsentation. Dann wird die immer asynchron allen Kollegen zugesandt. Und beim nächsten Meeting, was wir einmal im Monat haben, wird das dann diskutiert und dann nochmal in die Gruppe zurückgegeben und weiterentwickelt, sodass man dann in so einer Feedbackschleife wirklich A, alle mitnimmt, B, auch wirklich alle Kolleginnen und Kollegen gehört hat, auch neuen Input bekommt. Drei, vier, fünf Leute, die in der Arbeitsgruppe sind, können nicht immer irgendwie alles bedenken. Und dann haben alle einen gewissen Einblick und dann sollte man es tun und anfangen. Und wir haben nun gleich 5 Tage genommen, weil uns von unserer Seite aus klar war, dass man die A nicht nur gut füllen kann, sondern dass es auch technologisch funktioniert. Vielleicht einfach mit einem Tag anfangen oder eben einfach nur mit 2, 3 Stunden anfangen und zu sagen, okay, das ist jetzt Hybrid, obwohl dann ist ja schon wieder fast normal ist. Das ist ja dann fast nichts anderes als eine klassische Gruppenarbeit, die jetzt bestimmt nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil, eine klassische Gruppenarbeit, wo ich zum Anfang die Gruppe teile, die arbeiten lasse und danach wieder zusammenführe. Wenn man es aber unterfüttert, vielleicht noch diese Sichtweisen ändert, die Norm sagt, nicht ich, der Lehrer, gebe das irgendwie alles vor, sondern ich gebe Anregungen, exakter stelle ich Anforderungen an die Schüler, was ich von ihnen hören möchte, was sie sich erarbeiten sollen, also was sie danach können müssen. Wer will, kann listen, wem dieser Begriff aus selbstorganisierten Lernen, Entschuldigung, etwas sagt, der kann das da einfach machen. Also ruhig tun, machen, keine Sorge haben, vor allen Dingen deshalb keine Sorge haben, weil ich bin mir sicher, dass unsere 5 Tage, wenn sie schief gehen würden, keine Verschwendung sind. Schon gar nicht von Kompetenzen, die nebenbei erworben wurden. Und wenn man es auf einen kürzeren Zeitraum macht, erst recht keine Verschwendung sind, sondern es probiert. Und wenn man feststellt, dass meinetwegen die Internetverbindung im Haus nicht genügt, dann ist das ja eine Erkenntnis, um dann mit dem Schulträger zu sagen, das sollte sich ändern. Und auch da ist es, glaube ich, wirklich nur eine Frage der Zeit. Und wir sollten allen Kolleginnen und Kollegen hier Mut machen, nicht zu sagen, das wird nichts mehr und das ist nicht so und mir fehlt die Ausstattung. Das ist nicht das Wichtigste. Die Herangehensweise ist, glaube ich, wichtig. Das Drumherum sind nur Tools, sind nur Hilfsmittel und ob es der Bleistift ist, der Füller, der Kugelschreiber, wichtig ist, dass das Ding schreibt. Und im Endeffekt ist das auch bei den Tools so. Wichtig ist das, dass sie was können und machen. Herr Sprenkamp, ja, Herr Sprenkamp sieht das da hinter mir. Ich weiß nicht, ob die anderen das sehen. Das ist eine andere Runde wert. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit dazu haben, aber ich kann es gerne erwähnen. Janine, das weißt du, glaube ich, auch nicht. Also wir denken bei uns mal, was ist 2030 in Schulen? Dann haben alle Internet, dann haben alle elektronische Tools, dann haben alle Tafeln, dann haben alle Lernplattformen, welche auch immer, Lernmanagementsysteme, das haben dann alle Schulen. Meine Frage ist dann immer, fast an die Bildungsminister dieses Landes gerichtet, ist dann Digitalisierung mit dem grünen Haken erledigt und war es das dann? Also ist das das Ziel und sind wir dann fertig mit Digitalisierung und Schule oder kommt dann noch was? Und wir am Stiftungsgymnasium in Magdeburg glauben, dass da kommt.
Was Sie da hinten sehen, sieht so aus wie ein Globus, ist voll virtuell. Ist eine virtuelle Realität, die wir in einem Raum haben, den man glassless bedienen kann. Also man muss sich keine VR-Brille aufsetzen oder ähnliches, eine HoloLens, um dann mit dem ganzen Team da drinnen zu arbeiten, sondern das ist eine virtuelle Projektion, die einen immersiven 3D-Eindruck hat. Wir glauben, dass das zukunftsfähig ist, aber das ist ein anderes Thema, Janina. Wir für Schule haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja. Ja, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende, aber es ist wirklich ein super spannender Einblick bei euch in die Schule und euren Hybrid-Day. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier eure Erfahrungen mit der Community zu teilen, und auch danke nochmal, dass ihr die Dokumente im Nachgang mit allen teilen werdet. Ich glaube, dem einen oder anderen hilft es nochmal sehr weiter. Vielleicht wird da ja dann schon die nächste Arbeitsgruppe gestartet an der Schule. Und danke auch an euch, dass ihr dabei wart, und vielen Dank für das Feedback, und schön, dass es euch so gefallen hat, und wir hoffen, ihr seid auch bei den nächsten Monatsfokus-Themen dabei. Die Termine findet ihr ja auf all unseren Kanälen. Das wird geteilt, wie auch das Video im Anschluss auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Ja, herzlichen Dank. Und danke ja, euch. Auch meine Einladung, kommt nach Magdeburg, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, und wir können uns mal live sehen. Und ja, unsere Schule, wenn ihr mögt. Genau. Danke. Danke euch.